Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Für immer Wochenende Box von Weekend. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Für immer Wochenende von Weekend, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine Box mit einem Pappschuber darüber. Wir haben hier das Ganze in Grau, so ein grau verlaufender Ton hier im Hintergrund. Und hier oben lesen wir einmal in weißer Schrift Weekend. Genau diesen haben wir dann hier abgebildet in Morgenmantel, Tasse in der Hand und Zeitung unterm Arm. Dann haben wir noch weiße Tennissocken und Adiletten auf grüner Wiese. Ja, es sieht so aus wie so eine Schneekugel, nur halt etwas hoch für eine Schneekugel, aber rein so von der Optik wie so eine Glocke, in der sich hier Weekend befindet. Dann lesen wir darunter den Albumtitel Für immer Wochenende. Auf der rechten Seite lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel plus Chimperator Katalognummer. Hier genauso. Auf der Rückseite haben wir oben rechts einmal einen Barcode. Dann haben wir hier, relativ ungewöhnlich, aber ab und zu gibt es das auf dem Pappschuber der Box, die Tracklist. Wir haben hier 14 Stück an der Zahl. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich noch, wenn wir die CD haben. Dann haben wir noch plus 3 Bonustracks, Instrumentals und Remix-EP angeführt. Und dann haben wir noch die Beteiligten. So, dann schauen wir mal hinein. Wie gesagt, das hier ist ein Pappschuber, der lässt sich hier abziehen. Dann kommt die eigentliche Box zum Vorschein und die ist vom Design her recht ähnlich, nur eben, dass hier das unten rechts und oben in dunkelgrau bzw. schwarz gehalten ist, ohne weitere Aufdrucke. Und die Rückseite ist auch ident wie auf dem Pappschuber. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es geht hier oben auf. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir, vorhin hatten wir das Thema, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Schneekugel. So, dann haben wir hier einen, zwei Sticker. Das sieht nach der Remix-EP aus. Plus natürlich das Album an sich. So, innen haben wir so einen weißen Einleger, in dem das Album und die EP Platz gefunden haben. Dann machen wir auch mal wieder den Pappschuber drüber und packen die Box dann zur Seite, wenn der Pappschuber will. Ansonsten von oben. Nicht so einfach. Eieiei. Na gut, dann lassen wir den Pappschuber dabei runter, machen ihn zur Seite. Ebenso wie die Box, dann spiele ich mich damit später weiter. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist vom Cover her wie auch schon das Boxcover designt. Es kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir nichts. Es ist das zweite Album von Weekend. Sein erstes Album hieß ja, glaube ich, Am Wochenende Rapper. Und jetzt eben Für immer Wochenende. Also wenn man dann dieser Logik folgen kann, dann würde es auch bedeuten, nachdem er nur am Wochenende Rapper ist und jetzt Für immer Wochenende ist, dürfte er wohl auch für immer Rapper sein. Nicht nur am Wochenende. So sieht das dann von der Seite aus. Auf der Rückseite ist er scheinbar ausgebrochen. Hier ist das Glas zersprungen und auf der Wiese steht kein Rapper mehr. Ja, wir haben hier die Tracklist. Wir haben 14 Stück an der Zahl plus 3 Bonustracks und alle Instrumentals. Okay. Und Gastbeiträge haben wir auch einige, und zwar Features von Edgar Wasser, 3 Plus, MK, Dobo, Sido und dann haben wir noch einen Versus Cars Track. Okay. Der ist ja auch bei Chimperator unter Vertrag, wird spannend. Dann die 3 Bonustracks sind Solo Tracks und die Instrumentals. Okay. Barcode auch hier wieder mit drauf. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einen Flyer zur Weekend Für immer Wochenende Tour 2015. Das waren die Dates.
Und dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Es ist richtig. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Hier haben wir einerseits Fotos, aber auch die Lyrics. Wir haben hier wirklich jeden Track abgedruckt. Sehr schön. Und diese Optik zieht sich dann scheinbar so durch. Also diese Schneekugeln, diese kleinen Glasgefängnisse, sage ich mal, ziehen sich hier durch das gesamte Artwork. Sehr spannend. Ja, hier sehen wir nicht nur Weeknd, sondern auch diverse andere Personen, die hier eingesperrt sind. Okay, zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits. Wer hat hier produziert, wer war beteiligt, Mixing, Mastering, all das können wir hier nachlesen. Sehr schön. Und zum Abschluss nochmal die leere Glaskugel, das leere Glasgefängnis. So, Booklet geht wieder rein, ebenso wie dieser Tourflyer. Dann haben wir die CD, CD Nummer 1. Die Album-CD ist hier in dieser Gras, in dieser Wiesenoptik gestaltet. Und auf der Rückseite haben wir dann, wenn es dann rausgeht, okay, eventuell, ja, so, hier haben wir dann die zweite CD, nämlich die Instrumentals zum Album. Auch hier wieder alles in dieser grünen Graslandschaft designt. Dann haben wir zusätzlich noch eine Bonus-EP, die Für immer Wochenende Remix-EP. Die Dame kennen wir aus dem Booklet, die mit dem rosenen Mantel hier herumgesaugt hat. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir hier 6 Tracks. Bedeutet, diese Nummern sind hier auf dem Album drauf. Allerdings eben hier nochmal in unterschiedlichen Varianten, also in Remix-Versionen dann nochmal. So sieht dann die CD aus. Also vom Design her, wie auch die anderen CDs. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, dann, wie wir schon im Booklet vielfach gesehen haben, haben wir dann tatsächlich auch so eine Art Schneekugel dabei. Und hier drinnen haben wir den Rapper Weeknd. Und jede Menge Schnee, der hier rumwirbelt. So sieht das aus. Auf der Rückseite einfach blau-weißer Himmel mit Wolken. Und was lesen wir hier? Achtung, nicht für Kinder unter 3 Jahren, okay. Und das Ganze ist von der Chimperator Produktions GmbH in Stuttgart. Grüße gehen raus. Sehr schön. Ist für mich auch eine Premiere, so eine Schneekugel in einer Box. Habe ich zuvor noch nicht gesehen. Dann haben wir Sticker dabei. 2 Stück sind so im Postkartenformat. Also ich glaube A6 dürfte das sein. Hier lesen wir einmal den Albumtitel Für immer Wochenende. Darunter dann kleiner geschrieben nochmals Weekend Für immer Wochenende. Und hier ebenfalls. Auch wieder in Schwarz und Weiß im Hochformat. Und hier lesen wir auch wieder das Gleiche. Okay, also 2 Sticker mit dem Albumtitel hier in unterschiedlichen Designs. Bei den Schwarz-Weiß und Hochformatik. Und als letzten Boxinhalt haben wir wie so oft ein Shirt mit dabei. Und auch hier lesen wir in weißer Schrift. Ist es jetzt? Ich glaube, ja, genau. Also es ist 1:1 dieser Sticker hier vom Design. Sogar hier das drunter noch. Ja, das stimmt zu 100% überein. So sieht das aus. Schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Hier der Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir nichts weiter. Es ist in Schwarz gehalten. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss legen wir einmal noch das Shirt kurz zusammen und fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann diese beiden Sticker hier, Hochformat A6. Dann haben wir die Remix-EP zum Album mit insgesamt 6 Remix-Tracks.
diese Schneekugel hier mit Weekend darin, sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt, also wenn man die Bonustracks dazu nimmt, 14 plus 3, also 17 Tracks plus Instrumentals. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box für immer Wochenende von Weekend. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Weekend unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.